Ihr Schnäppchenmäuse, ich habe wieder zugeschlagen und ich habe, ja, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber wenn wir uns einmal nur das hier anschauen, dann wissen wir, das kann schon nichts werden. Herzlich willkommen zu einem neuen Action Haul. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, ihr habt ein neues Video. Die schlechte Nachricht ist, ich war bei Action und jedes Mal, wenn ich bei Action bin, kaufe ich Dinge, die ich eigentlich nicht brauche, aber irgendwie lachen sie mich trotzdem an und damit ihr nicht in dieselbe Situation kommt und Sachen seht, die euch vielleicht interessieren, aber ihr nicht wisst, ah, lohnt sich das Geld, gehe ich einfach hin für euch, kaufe die Sachen und zeige sie euch. Wir haben einen neuen Action-Haul und ich habe hier wirklich ein paar Produkte. Da wusste ich eigentlich schon zu Beginn, dass das nichts wird, aber ich habe sie trotzdem geholt. Let's go! Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufmuntern kann. Ja, ich würde vorschlagen, wir starten einfach direkt ins Video. Falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann drückt unbedingt auf den Abonnieren-Button und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, was ihr machen könnt, damit ich wirklich das so ein bisschen einschätzen kann, weil es mittlerweile einfach oft vergessen wird, auf den Like-Button drücken. Das zeigt mir einfach, dass ihr die Videos gern schaut. Wir starten einfach mal mit diesem Schätzchen hier. Und das ist Caribbean Bronze. Wurde gerade aufgebaut, als ich zu Action gegangen bin. Ein After Sun Gel. Ich brauche keine After Sun Gele, weil ich nicht in die Sonne gehe. Aber ich dachte mir, das könnte was ganz Spannendes sein. Das ist ein Gel. Es erinnerte mich so ein bisschen an das Produkt, was. Ja, rückblickend fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil ich wirklich richtig viel Ärger dafür bekommen habe. Eigentlich sollte ich mich da nicht schlecht fühlen, aber ich hatte euch ja mein Video gezeigt zu diesem Bübchen Aloe Vera Gel. Das Ding, das Video ist auf allen Plattformen, wo ich es hochgeladen habe, leider viral gegangen und ich habe sehr, sehr viel Hate bekommen dafür, warum auch immer. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal eine Alternative, falls ihr das nicht bekommt. Das hier. Ich muss es nochmal genau ausprobieren, deswegen wartet mal ab, bis ich dazu ein Video gemacht habe. Aber falls ihr in die Sonne geht, ist das vielleicht auch eine gute Sache. Das ist ein Aloe Vera Gel mit einem Instant Relief, also dass es sofort beruhigend soll und Feuchtigkeit spenden soll. Die Inhaltsstoffe sind ganz spannend. Wir haben nämlich Wasser, Aloe Barbendis, also Aloe Vera Puder. Gelpuder ist nochmal ein bisschen was anderes. Glycerin und dann verschiedene Inhaltsstoffe, die das Ganze zusammenhalten. Und ich dachte mir, dass das vielleicht auch eine gute Primer-Alternative sein kann. Ich probiere es aber erstmal bei mir aus. Das ist ein sehr wässriges Produkt, natürlich, ne? Das ist auf Wasser- und Aloe Vera-Basis. Es riecht sehr, sehr gut. Wer das also mag, für den ist das eine gute Sache. Und sowas kühlt natürlich ganz besonders gut. Also, falls ihr einen Sonnenbrand bekommen solltet, was ich hoffe, dass ihr das nicht tut, ist das vielleicht eine gute Sache. Es war wirklich super, super günstig. Und hier ist eine Menge drin. 200 Milliliter. Vielleicht auch jetzt gerade zum Sommerurlaub. Ich habe gesehen, dass Action gerade ganz, ganz viel aufbaut für den Sommer. Seien es verschiedene Lichtschutzfaktoren. Da wäre ich aber ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Der Lippen Pflegestift, Lichtschutzfaktor ist sehr, sehr gut, den habe ich im letzten Jahr schon getestet, aber es gibt gerade viele Produkte rund ums Thema Sommer. Ein Produkt, was ich gesehen habe, es sieht jetzt leider gerade nicht so schön aus, es sah eben besser aus, ist das Shower and Shake. Ein Duschgel, ein Body Wash, es ist sehr, 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 sehr flüssig, also es ist nicht wie so eine Geltextur, sondern eher wässrig. Von Lavato sollen Niacinamide, Vitamin E und natürliche Öle wie Avocado, Macadamia und Mandelöl beinhalten. Das waren so zwei Phasen, das muss man schütteln. Das riecht extrem gut. Das ist die Version Wassermelone und Mango. Ich mag Wassermelonenduft eigentlich nicht so gerne, vor allem diesen künstlichen nicht, aber das riecht sehr, sehr gut. Es gab das, glaube ich, auch noch mit Passion Fruit und Kiwi, drei verschiedene. Das war meiner Meinung nach der beste. Fand ich mal ganz spannend. Ist auch vegan und hier sind 300 Milliliter mit drin. Und ich muss sagen, ich mag die Verpackung sehr gerne. Die meisten Action-Produkte von Marken, die man ja nicht so kennt, sind eher ein bisschen komisch. Die fand ich sehr, 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 sehr schön. Das würde ich mir auch so in die Dusche stellen. Es ist sehr schlicht, es ist sehr clean und es roch sehr gut. Was für meine Haushaltsmäuse? Das durfte mit. Das sind Food Cover. Das kann man so über Schälchen machen, weil ich habe sehr viel. Ich sammle Geschirr. Ich sammle Geschirr und ich finde schönes Geschirr immer sehr, sehr schön. Das Problem ist nur, dass nicht alle Teller und Schalen mit Frischhaltefolie beispielsweise funktionieren. Bienenwachstücher habe ich nicht, habe ich auch noch nie verwendet. Vielleicht habt ihr dafür einen Erfahrungswert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir den in die Kommentare schreibt. Bis dahin habe ich aber das hier mitgenommen. Gerade auch wenn wir jetzt hier zum Muttertag grillen, vielleicht war der schon, ich weiß es nicht, ist das eine gute Sache. Hier sind 12 verschiedene Essensteller-Cover mit drin. Das ist so ein bisschen wie so eine Duschhaube, ne? Also das hat so einen Gummizug mit rum und dann einfach ein Plastikcover. Kann man dadurch natürlich aber auch gut wiederverwenden. Zweimal klein, fünfmal medium und fünfmal groß habe ich mitgenommen. Lag ungefähr bei um den Euro, vielleicht 1,29 Euro, 49 durfte mit. Ich bin in der Abteilung mittlerweile sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also ich finde, bei Action findet man so viele Dinge, die man vielleicht nicht braucht, aber die einem das Leben vielleicht trotzdem ein bisschen einfacher machen.
Deswegen durfte das auf jeden Fall mit. Und jetzt, Freunde, setzt euch hin, haltet euch fest. Wir haben zwar gleich noch Make-up, was wir auch in mein Gesicht bringen, aber oh, erinnert ihr euch an mein Cherry-Reinigungsmittel und der Duft? Das Schöne bei Action ist ja, die packen das in alle Produkte mit rein. Und es gab, als ich dort war, von genau diesem Duft eigentlich alles. Von dem Reiniger bis zum Raumspray auch hierzu. Und I love it. Das ist von Fabulosa, der Fabric Freshener. Das kann man auf Möbel, auf Polster, auf deine Klamotten sprühen. Und das riecht genauso. Oh. Da möchte ich mich reinlegen. Und das ist vor allem auch gut, wenn man so ein Hemd jetzt anhat beispielsweise und ich habe es extra nicht gebügelt, dann kann man das vielleicht hier so ein bisschen aufmachen und dann gehen so ein bisschen die Knitterchen weg. Ist eine sehr, sehr gute Sache. Es riecht sehr intensiv und ist dadurch, also es ist schon fast so intensiv wie ein Parfum. Aber das gibt es jetzt und das musste natürlich mit. Ne? Dieser Duft ist so intensiv, der bleibt so lange bestehen, das ist wirklich unglaublich. 500 Milliliter, das ist eine Menge, ne? Und wer diesen Duft mag, also deine ganze Bude riecht danach nach Kirschsorbet. Habe ich mich gefreut. Habe ich mich wirklich drüber gefreut. Aber reden wir drüber? Ja. Ich war in der Parfumabteilung und ich muss sagen, die Parfumabteilung bei Action ist schon unterirdisch billig. Also auch von den Düften her. Und hier bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich habe von Christina zwei Düfte mitgenommen. Ich vermute, dass Christina die große Schwester von Sabrina ist. Sabrina Rudnick aus dem Euroshop. Die hat nämlich Düfte rausgebracht. Einmal Sweet Peach. Die Verpackung ist ja wirklich das Trashigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Es sieht aus wie ein Pfirsich. Oben Plastik, hat so ein bisschen Sahne mit drauf. Angeblich soll das ein Eau de Parfum sein. Lüge. Lüge. Kann ich mir nicht vorstellen, das ist ein Eau de Nix. Also Sweet Peach ist schon süß, das ist abartig süß. Zuckersüß, riecht erst kurz nach Alkohol, der Pfirsichduft ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es riecht jetzt nicht so, also ich dachte, das ist vielleicht eine sehr, in dem Fall muss ich sagen, billige Version von dem Onkel Tom Bitter Peach ist. Ist es nicht. Das ist die süße Tante von Sabrina Rudnick, muss man so sagen. Es ist schon süß und irgendwann verfliegt diese Süße so ein bisschen und dann riechst du nicht mehr wie so ein, weiß ich nicht, so ein Liebesapfel vom Jahrmarkt. Dann ist ganz leicht Pfirsich mit drin. Hält okay, eine Stunde vielleicht. Auf den Klamotten weiß ich es nicht, habe ich noch nicht raufgesprüht. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nur wegen der Verpackung mitgenommen. Ich glaube, es lag bei 3,99 € und das ist okay. Es ist okay, für 3,99 € kannst du nichts erwarten. Und wenn sie sagen, oh, de Parfum, weiß ich nicht. Aber die Verpackung ist natürlich schon, ist schon was. So, und jetzt pass auf. Es gab jetzt auch noch die Sweet Cherry. Auch hier, Verpackung. Eigentlich hätte das auch ein Apfel sein können. Das ist jetzt eine Kirsche. Und ich krieg den Duft nicht ganz zusammen. Das riecht nach irgendeinem, ich glaube, es riecht nach Hubba-Bubba-Kirsche. Kennt ihr noch diese Hubba-Bubba-Kaugummischlangen in dieser Rolle? Genau so riecht das auf den ersten Eindruck. Schon, also das ist so viel. Das ist so viel süß und Kirsche. Das ist, also, nee, das ist schon fast unangenehm süß. Aber irgendwie finde ich es auch ganz lustig. Ich glaube, das ist so etwas, das kann man mal, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, wie man damit einsprühen kann. Es ist okay. Also es hält gar nicht, da hält nichts. Also hier hält wirklich gar nichts. Nach einer halben Stunde ist es weg. Aber für so ein kurzes Dufterlebnis auf der Hand vielleicht okay. Da kannst du mal ins Auto sprühen oder so. Ich hab's ehrlich, bin ich ehrlich mit euch. Ich wusste, dass das nichts wird. Ich habe es einfach nur wegen der Verpackung mitgenommen. Ich fand, es war ein Hingucker. Ne? So könnte man auch gut in die Meine Oma in Sizilien, wir hatten auf dem Tisch immer so eine Schale mit Plastikobst. Da könnte man das reinlegen. Warum auch immer. Ist es heute noch so ein Ding, so Plastikobst? Also es ist sehr sizilianisch kitschig, muss man dazu sagen. Aber okay, ich habe mit nichts anderem gerechnet. Und auch das Make-up ist ein bisschen, es wird ein bisschen besser. Wir haben einen Benefit-Nachbarn gefunden. Und zwar das Brows to Wow, ein Eyebrow-Kit von Fab Factory. Ich glaube, das ist die Eigenmarke von Action, ne? Also, wir haben so ein kleines Spoolie mit dabei. Auf der einen Seite ein Pinsel, auf der anderen Seite ein Bürstchen. Wir haben hier ein Puder. Diese Puder sind eigentlich immer gut. Da kannst du nichts viel falsch machen, ne? Das ist schon recht pigmentiert. Mit den Pudern gehe ich meistens eigentlich immer nur so ein bisschen durch, aber es ist wirklich pigmentiert.
Ich benutze diese Puder meistens eigentlich für den Haaransatz, wenn ich ehrlich bin, ne? Damit kannst du dir so kleine Härchen malen. Ich kriege ja im Moment hier, guck mal, dieser Bereich hier ist komplett neu gekommen bei mir. Und der ist natürlich noch ein bisschen licht, den muss ich noch ein bisschen weiter füttern. Aber bis dahin kann man da schon mal so ein bisschen mit so einem kleinen Puder lang arbeiten. Es ist sehr, sehr pigmentiertes Puder. Ich wollte jetzt die Pomade aber mal probieren. Riecht nach nichts. Oh ja, krass, die ist nicht so fest wie gedacht. Nicht so cremig wie gedacht. Das ist mir eigentlich ganz lieb, weil ich dadurch viel präziser arbeiten kann. First Impression, um so ein bisschen die Augenbraue aufzufüllen, würde ich sagen, ist es gar nicht so schlecht. Es funktioniert auf jeden Fall, ohne dass es zu viel ist. Kennt ihr diese Pomadendinger, wo du die so dick sind, dass es einfach nur noch schmiert? Das ist ganz mild. Also wenn du hier reingehst, hast du nicht so ein direktes Loch mit drin. Dafür ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Für den Preis sowieso nicht, ne? Aber habe ich mich gefreut. Action, ne? Factory und Max and More. Sind schon gut. Und hierüber habe ich mich gefreut. Habe ich mich wirklich drüber gefreut. Ich hatte es damals nämlich so ein bisschen erwartet. Erinnert ihr euch noch an, ich glaube, es war im Adventskalender letztes Jahr von Max and More. Da gab es eine Lidschattenpalette. Und jetzt schaut euch bitte einmal diese Palette an. Die ist ja nun perfekt. Damit machen wir jetzt mal einen schnellen Look, würde ich sagen. Ich gehe mit einem Pinsel aus meinem Pinselset erstmal hier rein in die Farbe. Die Lidschatten von Max and More haben mir in dem Adventskalender extrem gut gefallen. Die sind teilweise super pigmentiert. Mittlerweile siehst du da keinen Unterschied mehr zu teuren Lidschatten, meiner Meinung nach. Ich bin ja nicht mehr so die Lidschattenmaus, was so Paletten angeht, sondern ich mag eher diese monochromen Looks. Eine Farbe ins Lid, es reicht. Ich bin einfach an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich möchte nicht mehr diese bunten Looks haben. Aber ist schon süß, ne? Also du kannst damit verschiedene Sachen machen. Du hast warme braune Töne, etwas rötliche. Der grüne Ton sieht unglaublich schön aus. Der erinnert mich so ein bisschen an meine Catrice-Farbe. Ist drauf, geht es noch ein bisschen dunkler vorne hin. Sehr gut. Lässt sich gut aufbauen, lässt sich gut verblenden. Das wird jetzt nur ein schneller Look. Einfach um mal zu schauen, was kann die Palette. Sieht man dadurch schon was? Kann man damit einen Effekt erzielen? Und auch die war preislich natürlich extrem gut. Hier hinten noch ein bisschen dunkel. Mittlerweile ist es so krass, ne, wie sich das so verändert hat die letzten Jahre. Ich würde mich mal freuen, wenn ihr mir euer Alltags-Lidschatten-Look bei Instagram mal schickt. Das würde mich wirklich interessieren. Was tragt ihr an Lidschatten im Alltag? Wie sehen eure Looks aus? Ist es eher so ein bisschen weniger geworden? Eine Farbe, zwei Farben? Was tragt ihr so? Das wäre wirklich mal spannend. Verdunkle mir das Ganze hier mit diesem roten Ton hier außen und hier vorne. Fluffigen Teil gehe ich hier in diesen kupfrigen Ton. Boom. Krass, ne? Für ein bisschen mehr Dreidimensionalität und ja, kannst du nichts sagen, ne? Wie lange hat das jetzt gedauert? 3 Minuten? Kann man machen, ne? Ich bin großer Freund von den Lippenprodukten von Max & More und ich habe einen neuen Liquid Lipstick gefunden. Liquid Lipstick ist nicht mehr so meins, bin ich ehrlich. Und die Verpackungen, ne? Die kriegst du ja auch wirklich nicht auf. Aber da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Mäuse in diesen Läden, die wirklich ihre Grabbelfingerchen hier aus solchen Produkten nicht rauslassen können. Das ist die Farbe 364 in Love. Ne? Verpackung wirklich günstig. Das ist ein schöner roter Ton. Riecht nicht gut. Riecht ein bisschen wie Heizkörperlack. Aber ullala. Nicht patchy, nicht fleckig. Der Geruch ist meiner Meinung nach kaum auszuhalten. Richtig unangenehm. Und dafür liebe ich Duftstoffe. Ja, die übertünchen sowas einfach. Sehr gleichmäßig. Sehr, sehr gleichmäßiger Auftrag, ohne fleckig zu sein. Er trocknet auch recht schnell runter, merke ich. Müssen wir mal kurz antrocknen lassen. Ich habe natürlich jetzt keinen Haltbarkeitserfahrungswert für euch. Aber ich weiß es nicht. Ich tue mich manchmal so ein bisschen schwierig, Sachen zu empfehlen, auch wenn sie mir auf dem ersten Eindruck sehr gut tun. Und ich weiß, manchmal ist auch 1,99 € für einen Liquid Lipstick dann auch die oberste Grenze. Ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, ich würde dann trotzdem alleine vom Gefühl her und wegen des Duftes schon dann eher zu Essence gehen. Ne? Auch wenn der 5 Minuten weniger oder der länger hält, weiß ich nicht. Unglaublich schöne Farbe. Ein sehr, sehr schöner Effekt auf die Zähne. Es macht das Ganze so ein bisschen weißer. Der Blauanteil in dem Lippenstift ist sehr, sehr hoch. Was dafür sorgt, dass die Zähne optisch einfach deutlich weißer aussehen. Er trocknet schnell runter, er fühlt sich aber auch okay an, meiner Meinung nach. Und ist natürlich, ich finde so diese Action-Lippenprodukte, außer die Lippenstifte, die cremigen Lippenstifte, man kann bei Action gut Produkte kaufen, wenn man mal was vergessen hat oder wenn man gerade mal unterwegs ist und spontan irgendwo noch hingeht. Dann würde ich schnell zu Action reingehen, mir diesen Lippenstift holen für 99 Cent, 1 Euro, was weiß ich. Hast du ein gutes Produkt. Liquid Lipsticks sind natürlich sehr trocken, sind natürlich auch sehr, sehr austrocknend. Da wäre ich mittlerweile einfach ein bisschen vorsichtiger. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn ich will, dass ein Lippenstift länger hält, dann nehme ich einfach von Art Deco das Magic Fix und bin safe. Ich bin super gespannt, was ihr zu diesem kleinen, sehr, sehr trashigen Action Haul sagt. Vielleicht habt ihr ja noch die ein oder andere Empfehlung von Action für mich. Dann schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare. Denkt an die Augen, die Lidschatten-Looks und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!